So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon rechts, wir kriegen komplett neue Skins. Wir kriegen 8 neue Skins, aber dazu gleich. Erste kurze kleine Info für euch. Wundert euch nicht, warum ihr derzeit nicht mehr auf meiner Freundesliste steht. Ich habe einfach komplett aufgeräumt. Es funktioniert einfach sonst das ganze Menü nicht. Wir müssen jetzt einfach hingehen und bei jedem Stream die Freundesliste komplett neu machen. Heißt, willst du mit mir spielen? Schick mir eine Freundesanfrage im Stream. Im Stream selbst werde ich natürlich jede Freundschaftsanfrage annehmen, aber nach dem Stream muss ich euch halt wieder runternehmen. Hat den ganz einfachen Grund: Sobald wir anscheinend 200-300 Freunde haben, die auch aktiv noch Fortnite spielen, dann fängt die Liste an zu buggen. Also ich komme in keine Runde mehr rein, die Fehlercodes etc. pp. So, das war erstmal das. Dann, viele von euch haben mich schon gefragt, wie lange war ich eigentlich schon bei dir im Stream? Weil, ihr wisst ja, wir verteilen im Stream die Punkte. Und dementsprechend seid ihr natürlich lange im Stream drin. Hier erstmal die kurze Tabelle. Erstmal danke an jeden, der so lange schon dabei ist. Also Zampal insgesamt 24 Stunden, Schleuderaffe fast auch 24 Stunden. Die zwei haben sich gestern einen kleinen Wettkampf geboten. Aber Jaran auf Platz 3 natürlich auch vollkommen in Ordnung. Marc auf Platz 4, Hans auf Platz 5, Lukas 6, Andreas 7, Raptor 8. Resetti 9 und Galaxy auf Platz 10. Erstmal vielen Dank für alle, die schon so lange mit im Stream sind. Ich weiß, das ist nicht von Anfang an, seitdem ich im Stream bin, aber ist auf jeden Fall schon mal eine Info für euch, wie lange ihr sonst so dabei seid. So, das war die Info. Jetzt müssen wir natürlich wieder ein neues Mitglied begrüßen, nämlich HardyPlay. HardyPlay 60 hat sich gestern dazugesellt. Damit haben wir jetzt 15, also 15 Mitglieder insgesamt. Das bedeutet, wir bekommen auf jeden Fall ein neues Emote. Die Frage ist nur, welches? Also, macht euch mal ein bisschen Gedanken, was für ein Emote ihr gerne hättet. Ich werde es dann direkt einfügen. Von mir aus schickt mir bei Insta einfach ein Bild, verlinkt mich auf dem Bild und dann gucke ich einfach mal, wie ich das Ganze finde und hole das Ganze dann mit rein. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch jetzt mal langsam rüber in den Item Shop. Das waren dann mal genug Infos und wir schauen einfach mal, was wir bekommen. So. Hier bekommen wir komplett 8 neue Skins. Wir gehen einfach mal jeden einzelnen schnell durch. Hier sind erstmal die weiblichen Skins. Ja, ich sag mal ganz ehrlich, für 800 V-Bucks kann man da definitiv nichts verkehrt machen. Aber die sind eigentlich alle okay, sag ich jetzt mal. Gut, hier, die sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, sieht so halb aus wie ein Zebra auf den allerersten Blick. Das ist so der einzigste Skin, der so ein bisschen negativ raussticht. Aber die anderen Skins sind alle vollkommen in Ordnung, finde ich. Und für 800 V-Bucks macht man da definitiv nichts verkehrt. So, gucken wir uns die männlichen an. Ah ja. Aha. Der sieht recht nice aus. Von hinten auch. Das Schlimme ist, die sehen halt wirklich alle anders aus, weil von hinten immer eine andere Tarnung ist. Also dreht den Skin einmal um, damit ihr auch seht, wie der von hinten aussieht, weil die sehen wirklich alle unterschiedlich aus. Alle. Natürlich auch bei den weiblichen Skins. Guckt euch die wirklich von hinten an. Weil sind wirklich die Unterschiede zu erkennen. So, und ihr wisst ja, wenn ihr euch neue Skins holt, gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Ein paar sind weniger geworden, also wenn du noch kein Unterstützer bist, einfach YT-FamilyHack. So, dann gehen wir auch direkt mal wieder weiter. Ninja ist immer noch im Shop. Aber ich denke mal, heute wird eure letzte Chance sein, Ninja zu bekommen. Also wer noch nicht hat, holt ihn euch. Ich sag wirklich, holt ihn euch. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich nicht einer, der sagt, ja, den muss man unbedingt haben, aber bei Ninja mache ich da wirklich eine Ausnahme, weil es wirklich in meinen Augen der beste Skin ist, den wir je hatten. Auch so vom Spielerischen und sowieso vom Aussehen. Ist einfach top der Skin. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen. So, dann natürlich das Emote dabei. Gut, das ist natürlich jetzt der Nachteil. Ich kann nichts mehr geschenkt bekommen. Aber das ist nun mal einfach so. Das muss ich leider in Kauf nehmen. Weil die Freundesliste ist halt wichtiger, dass die funktioniert, sage ich jetzt einfach mal. Dann haben wir natürlich immer noch die Klingen drin. Ist auf jeden Fall auch nice.
Und dann gehen wir direkt mal weiter. Was mich nur wundert, wir haben keinen Kleider dazu bekommen, ne? Also das hätte ich eigentlich gedacht, dass da auch irgendwie noch was kommt. Und dann haben wir die Schattenagentin. Heiß top. Also sieht schon top aus, der Skin. So würde ich ihn aber definitiv nicht spielen. So ist okay, aber so. So, was haben wir noch Schönes drin? Einmal Birch. Der Skin ist auch nice. Ist halt ein kleiner Arktis-Skin. Aber kann man eigentlich auch jederzeit spielen. Also nicht nur unbedingt jetzt, wo die Map verschneit war, sondern ist eigentlich das ganze Jahr spielbar. Dann haben wir Fluttervieh. Da sage ich immer wieder, ja, ist halt so ein Fun-Gimmick, aber so an sich, die wenigsten haben sich den wahrscheinlich irgendwann mal gekauft. Weil den brauchen wir eigentlich wirklich nicht. So, dann haben wir Rage Quit wieder drin. Jeden Fall auch nice. Zack. So, des Weiteren haben wir dann Signatur Shuffle. Der ist definitiv nice. Mit dem Skin sieht er noch besser aus. Definitiv. Dann haben wir den Schalenschläger. Kann man auf jeden Fall auch gebrauchen. Ist okay, aber sieht zwar nicht. Ja, doch, vom Aussehen her geht's eigentlich. Ist zwar auch eher so ein Fun-Ding, aber stelle ich mir trotzdem irgendwie recht nice vor. So mit dem Affen zusammen. Also wenn er sich den Affen geholt hat, hier die Pickaxe dabei, passt dann eigentlich. So, dann würde ich sagen, war es das halt schon wieder mit dem Item Shop. Wir gehen gleich schnell noch rüber zu Rette die Welt, gucken, was da neu ist. Da gibt es auf jeden Fall noch eine V-Bucks-Mission. Aber kurze Info wie nochmal, wenn ihr noch keinen Creator-Code habt, tragt gerne mich ein, yt-familyhack und supportet mich einfach an der Stelle. So, jetzt gehen wir direkt mal rüber zu Rette die Welt. Da haben wir ja gestern auf beiden Accounts ein bisschen Gas gegeben. Aber denkt dran, rette die Welt. Nur noch kurze Zeit, glaube ich, für 20 Euro im Shop. Also greift da wirklich zu, ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon mindestens 10 Leute zu Rette die Welt geholt, aber kriegt dafür halt leider nichts von Epic. Ist ein bisschen belastend, aber man kann nicht alles haben. So, wie gesagt, wir haben eine V-Bucks-Mission auf jeden Fall. Und zwar auf Level 28. So, wir gucken gerade mal. Ja, das Laden dauert immer ein bisschen länger, Leute, die Welt. So, das ist schon mal schön. Kriegen wir noch ein bisschen Blitz in der Flasche. Upgrade Lama, schmeckt. Ja, aha. So. Was habe ich jetzt gesagt? Level 28, richtig? Ja. So, wo sind wir? Level 28, genau, in Plankaton. Ich will gerade gucken. 28, 28. Nein, da ist er nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Ja, wo bist du denn? Na, hast du dich gut versteckt? 34. Sind hier noch 28er? 19. Da ist sie. Also wieder eine Datenbeschaffungsmission. Und wenn ihr die Mission halt erfolgreich abgeschlossen habt, bekommt ihr halt 30 V-Bucks. Also lohnt sich auf jeden Fall. Somit hätte man dann heute mit der Tagesmission, die findet ihr immer hier, einfach mit irgendeinem Helden 500 Hüllen platt machen. Eigentlich auch simpel, bekommt ihr heute halt wie gesagt 80 V-Bucks. Einfach umsonst in Anführungszeichen. Ihr habt euch einmal rettet die Welt geholt und das war's dann. So, dann gehen wir mal kurz in den Shop. Was haben wir da? Nochmal ein Upgrade-Lama. Es gibt einen neuen Anführer, nee, nicht einen neuen, es gibt halt den Anführer dabei. Und noch zwei weitere Überlebende, aber muss halt jeder für sich selber entscheiden. Dann haben wir das Super-Fernkampf-Lama. Aber die Skizzen haben wir, glaube ich, schon gefühlt 1 Million mal drin gehabt. Also da muss auch jeder für sich selber entscheiden, ob er sich da was gönnt oder nicht. Aber wie ihr seht, auch hier gerne meinen Creator-Code eintragen. Und dann werdet ihr auch da ein bisschen unterstützen. Also auch wenn ihr Rettet die Welt spielt, könnt ihr mich da supporten. So, machen wir gerade das Upgrade-Lama noch auf. Und was haben wir drin? Ja, geht es okay. Ah, 50 Tickets. Ach, wieder Überlebende. Überlebende sind echt das Wichtigste. Ist einfach leider so. So, jetzt muss ich nur mal gerade gucken.
Skizze, wo wollte ich denn jetzt? Irgendwas wollte ich jetzt wissen nochmal. Ach, wegen dem Lama wollte ich gucken. Ja, wusste ich doch, dass wir dann 500 haben. Gucken wir gerade, ob wir da auch noch einen Überlebenden drin haben. Das ist schon mal gut. Auch gut, genau. Nur Überlebende. Auch wenn sie grün sind. Aber die Handbücher kann man halt immer gebrauchen. Verteidiger und. Ja, Skizze ist okay. Aber braucht man nicht wirklich im Spiel. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns gleich im Livestream und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.